Anna-Rita Dutli, sie sind vorher daher gestanden und gesagt, regionale Zusammenarbeit, das ist extrem wichtig. Mhm. Wie haben Sie das gemerkt, dass das so wichtig ist? Also wir haben einfach gemerkt, dass die neuen Gemeinden teilweise Probleme haben, um sich vorwärts zu bringen. Und so. Und dann sind wir zusammengesessen, austauschen und gemerkt, ja, miteinander können wir es viel besser, wenn wir zusammenheben und können wir etwas bewegen. Wir haben viel mehr Kraft miteinander, also die Stadt und das Land miteinander haben viel mehr Kraft als jede einzelne Gemeinde für sich. Sie haben vorher gesagt, man hat gemerkt, wir sitzen auf einem toten Ross. Wie haben Sie das gemerkt? Was war das tote Ross gewesen? Also unser tote Ross ist ein regionaler Naturpark. Ein grosser Teil davon wäre unsere Region gewesen, ein Teil noch ein bisschen regionsübergreifend. Machbarkeitsstudie, die haben wir abgeschlossen. Die zeigen, es wäre ideal, es gibt keine in der Nordostschweiz, gibt es noch keine. Und es wäre ideal gewesen, auch vom Gelände her und vor allem Voraussetzungen. Wir haben aber aus der Bevölkerung, hauptsächlich aus der Landwirtschaft, grosse Opposition gemerkt, weil die Angst haben vor der Käseglocke. Und dann haben wir gesagt, also das bringt es nicht, da mögen wir nicht kommen, gegen die da können wir nicht ankämpfen. Und dann hat man das in die Schublade getan. Das heisst, es gibt noch die Machbarkeitsstudie. Und wenn dann die Zeit reif wäre, könnte man es rausnehmen. Okay. Heute ist ja die Zusammenarbeit sehr intensiv in der Region Frauenfeld. Können Sie noch mal schnell sagen, wo überall dass man zusammen schafft? Nur mal kurz. Also, wo überall? Wirklich von Agglomerationsprogrammen über die verschiedenen. Wir haben einzelne Schlüsselfaktoren. Wir arbeiten in der Spitex, in der Bereich Werke im Baureglement, besonders, wir haben ein gemeinsames Baureglement in der Bauwesen, Baubehörde. Mhm. Wir haben Mietungsschlichtungsstellen miteinander, wir haben Berufsbeistandschaften, die wir jetzt in der Kürze miteinander auf die Beine gestellt haben. Gut, noch eine abschliessende Frage. Also es wird ja wahrscheinlich nicht immer die gleichen Geschwindigkeiten geben. Es wird ja wahrscheinlich ein paar geben, die sagen, nein, das machen wir jetzt nicht mit, das finden wir doof. Zwingen kann man sie nicht. Was tun wir mit denen und wie ist die Reaktion? Es gibt sicher Gemeinden, die sagen, okay, ich will das nicht oder ich brauche das nicht. Das kann es geben. Und dann, dann lassen wir die mal in ihrem Kämmerchen ein bisschen schmollen in dem Sinn. Das heisst, Streit in dem Sinn gibt es bei uns nicht. Wir reden über das und wenn ich sage, ich will jetzt nicht, meistens ist es eben nur jetzt nicht. Es ist nicht, dass er generell nicht will, sondern jetzt nicht. Und wir haben festgestellt in diversen Projekten, dass sie mit der Zeit dann einfach gleich kommen und sagen, doch, es ist doch eine gute Sache, wenn wir das gleich mitmachen. Super, besten Dank, Frau Dutli. Merci.